Heute in der Sendung mit der Ape. Karl hat ein neues Zuhause, muss zum Gynäkologen. Es funkt ganz gewaltig und er macht eine Probefahrt mit der Ape. Seid willkommen, Freunde des gepflegten Dreirades, auf dem Kanal vom Rostumwandler. Ich bin der Karl und hier seht ihr das etwas längere pausierende Projekt eine Ape 50. Und da geht es heute weiter. Wir machen hier nämlich ein bisschen Rostbekämpfung, auch ein bisschen Schweißarbeiten. Da sind nämlich ein paar Löcher drin. Und los geht's. Ich habe hier in meinem Fundus tatsächlich noch so einen Druckluftschleifer gefunden, weil damit lässt sich sehr gut die Drehzahl regulieren und das Ding hat richtig Power. Dazu passend habe ich jetzt verschiedene Bürstenaufsätze, damit ich hier auch wunderbar in die Rillen rein kann und hier das schön sauber bekomme. Den Schmutz muss ich nicht abwaschen, weil der geht mit dem Schleifen dann runter. Ich habe das hier schon mal getestet an dieser Stelle und hier bin ich dann auch mal grob drüber gegangen. Da muss halt nur dieser Lack ein bisschen weg, wo er halt unterwandert ist vom Rost. Und der Rost muss ein klein bisschen blank gemacht werden, damit dann schön der Rostumwandler arbeiten kann. Und wir haben ja hier dieses Wellblech. Und da versuche ich halt jetzt mit den verschiedenen Bürsten, die ich hier habe, halt einmal auf Fläche und einmal hier in diese Sicken reinzukommen, um halt dort den Rost dann zu bekämpfen und wegzuschleifen. Ein paar Stellen sind richtig übel, da muss ich mir halt ein bisschen mehr Mühe geben. Aber notfalls kann ich ja auch mit der Flex nochmal dran gehen, falls das hier mit diesen Drahtbürsten nicht so gut funktioniert. Aber als allererstes werde ich jetzt hier mal diese schadhafte Stelle ausschneiden. Das, was nachher mit neuem Blech ersetzt wird, damit ich auch hier schon mal den Rostumwandler einwirken lassen kann. Wir fangen also jetzt hier vorne an. Da würde ich mal sagen, bis hierhin. Und dann gehen wir hier quer rüber. Das dürfte jetzt so im Groben hinkommen. Da haben wir alle schlimm verrosteten Stellen. Haben wir jetzt weg. Und das schneiden wir jetzt raus.
Eieiei. Das war jetzt eine ganz schöne Aktion, das hier alles sauber rauszuarbeiten und vor allen Dingen diese Rostbrocken rauszukloppen, damit hier jetzt gleich der Rostumwandler seinen Dienst tun kann. Also nicht der hinter der Kamera, sondern den, den ich jetzt gleich hier drauf machen werde. Dann kann das hier schon mal einwirken. Ist jetzt schon spät und wir kümmern uns am nächsten Tag um den Rest. Das ist schon wirklich interessant, was man so findet. Hier dieses aufgerostete Blech, wo ich jetzt mal ein bisschen drauf herumgehauen habe, ist natürlich auch schon ziemlich durchgerostet. Aber ich tue jetzt hier nicht alles ersetzen. Ich tue es so gut wie es geht halt konservieren. Und mehr kann ich da nicht machen, sonst habe ich nachher die ganze Arpe hier in Teile liegen. Und das ist nicht Sinn der Sache. Eigentlich wollte ich nur den Motor abdichten. Und jetzt bin ich das Ding ja schon halb beim Restaurieren, weil es überall halt so rostig ist. Aber ist schon interessant, was da alles rausfällt. Und das, was hier unten liegt. Ich glaube, da bleibt nachher auch einen halben Eimer Rost übrig. Heute Abend wird sich eine Dusche aber lohnen, trotz meiner neuen Arbeitsjacke, die ich jetzt hier anhatte, wegen dem Staub, Dreck, den spitzen Nadeln, die von den Drahtbürsten wegfliegen, bin ich halt doch etwas schmutzig geworden. Egal. Nach 5 Stunden fleißigen Schleifens habe ich es jetzt endlich geschafft, den meisten Rost an der Arpe zu entfernen. Und ich habe jetzt wirklich den gesamten Unterboden, wo ich nur mit Werkzeug hin konnte, habe ich jetzt vom Rost befreit. Und das ist wieder sehr unterschiedlich. Hier die sozusagen die rechte Seite, man könnte auch sagen Fahrerseite, die ist in einem weitaus besseren Zustand wie auf der anderen Seite. Also hier dieser Lack, der ist komplett unterrostet. Und ich habe den auch nicht überall jetzt abgemacht, das würde ich ja hier noch ein paar Stunden sitzen. Ich habe nur das Grobe, habe ich jetzt mal weggemacht. Ja, jetzt werde ich halt alles entfetten mit Silikonentferner, auch mit dem Pinsel in die Ecken gehen und werde dann halt Vertan auftragen, damit das jetzt schon mal einwirken kann. Damit ich halt dann in den nächsten Tagen das dann lackieren kann. Da habe ich ja eine spezielle Farbe gekauft. Auf Instagram habe ich das schon gezeigt. Und ihr seht es dann halt im nächsten Video von der Arpe. Die Überraschung hier, bin ich mal gespannt, weil das ist halt regelrecht weggerostet, die Kante hier. Ich werde vielleicht, wenn ich sie wieder zurückgedengelt habe nach dem Entrosten, werde ich vielleicht zur Verstärkung ein Blechchen draufsetzen. Wie man sieht, sieht das ziemlich übel aus. Da sind genau die Schweißpunkte vom Punktschweißen, die sind hier aufgerostet. Und zwischen dem Träger und dem Blech ist halt 2-3 mm dick der Rost drin gewesen. Das hat man ja vorher in den Aufnahmen gesehen. Jetzt muss ich aber erstmal rausgehen. Wie viele Umdrehungen hat denn das Zeug? Ey, das ist voll gut. Boah. It's Vertan Time.
ganz schön anstrengend. Ich glaube, das geht schneller. 1, 2, 3. Dann will ich mal hoffen, dass ich alles erwischt habe. Denn als Schwarzmaler ist das gar nicht so einfach. Ich glaube, so viel vertan habe ich in den letzten 5 Jahren nicht verbraucht, was ich hier an dieser Ape eingepinselt habe. Gut, wir kennen ja das Spielchen. Das Ganze muss jetzt mindestens 24 Stunden einwirken. Und dann können wir die Sache halt abwaschen. Und dann kommt eine ganz tolle Grundierung drauf. Ich habe mich also für dieses Produkt hier entschieden. In einer hoffentlich passenden Farbe. Ja, die ist ein bisschen dunkler. Aber besser wie gelb oder orange oder giftgrün. Ich melde mich dann ab. Und wünsche in diesem Sinne noch einen schönen Abend, guten Morgen, einen guten Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao.